Feinschmeckertouren, Folge 377. Feinschmeckertouren. Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen. Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Ja, hallo, ciao, servus und grüezi, kann man heute auch sagen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind nämlich in den Kitzbüheler Alpen. Und los geht's mit einem Satz, einem großen Versprechen von der Homepage des Hauses, in dem wir uns befinden, dem Vier-Sterne-Hotel Groß-Lehn in den Kitzbüheler Alpen. Und da heißt es, vor 300 Jahren als einfacher Bauernhof erbaut, hat sich unser Groß-Lehn zu einem Ort gewandelt, an dem ihr Wohlbefinden an erster Stelle steht. Ein Kraftplatz zum Energietanken, ein Rückzugsort inmitten der Tiroler Bergwelt, ein Tempel für den Genuss, ein Hotel, das keine Wünsche offen lässt. Ja, das ist ja ein großes und selbstbewusstes Versprechen. Wir sitzen hier mit Hanna Ponimeier, die das Haus demnächst komplett übernehmen und leiten wird. Hallo Hanna erstmal, grüß dich. Hallo Bettina, hallo Burkhard, ja, hallo. Schön, dass ihr bei uns seid. Das finden wir auch, weil, sagen wir mal, das, was wir schon erlebt haben hier von diesem Versprechen, das ist für uns kein leeres, sondern eines, was ihr einlöst. Aber fang doch einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen. Ja, schön, wenn es euch schon mal gut gefällt bei uns. Und ja, du hast recht, wir haben uns da wahrscheinlich einiges vorgelegt mit diesem Spruch. Es ist so, dass wir das Glück haben, dass unser Hotel, unser Bauernhaus über 300 Jahre Geschichte in sich trägt. Also das Haus selber ist von 1632. Heute sieht man davon nicht mehr so viel. Es wurde immer wieder renoviert, neu aufgebaut, umgebaut. Bei uns gehört eine Landwirtschaft dazu, zum Bauernhaus quasi, zum ganzen Hotelgelände. Ja, unser größtes Versprechen an die Gäste ist, dass wir wirklich schauen, dass wir alles möglich machen, dass man den Gästen einen perfekten Urlaub in den Bergen bietet. Und dafür leben und arbeiten wir hier im Groß-Lehn. Ja, das ist spannend. Wie kommst du dazu, dieses Haus jetzt dann komplett zu übernehmen? Was ist denn da dein Background? Genau, also das Haus, das ist jetzt bereits in der fünften Generation der Familie Geisel. Ich bin die Nichte von Bettina und Markus Geisel. Vor einigen Jahren habe ich mich dann freiwillig quasi, das ist kein Muss bei uns, dazu entschieden, dass ich das gerne machen würde. Ich bin heilfroh, dass meine große Schwester, die Laura, auch gesagt hat, cool, da bin ich dabei, das machen wir. Ja, so hat sich das bei uns ergeben. Ich bin natürlich da im Hotel aufgewachsen. Meine Mutter, meine Tante, alle arbeiten da. Die Oma lebt im Haus. Also im Grunde ja, war das für mich dann irgendwie logisch und ein schöner Gedanke, dass ich das dann weiterführen darf. Mit meiner Familie dann. Schön. Was hast du da für einen Hintergrund dazu, von deiner Profession her? Ja, also ich habe die Tourismusschule in St. Johann gemacht, ganz eine gute Schule. Wollte dann eigentlich ganz was anderes machen, wollte eigentlich in die Wirtschaft gehen. Wie ich das studiert habe, habe ich mir immer gedacht, na, der Tourismus, der fehlt mir irgendwie, die Gästebetreuung fehlt mir. Und so bin ich dann zurückgekommen und habe gesagt, ja, das mache ich gern. Johanna, Gastlichkeit und Gastfreundschaft, das ist natürlich das, was mich als Gast in so einem Haus sehr beschäftigt und die ich natürlich auch gerne haben möchte. Und da habe ich auch gelesen, bei euch auf der Homepage steht ja, dass es echte Tiroler Gastfreundschaft ist, die ich hier bei euch erleben kann. Was bedeutet denn das konkret? Also es ist so, dass meine Oma und mein Opa haben das Hotel aufgebaut und dann haben es meine Tante und mein Onkel übernommen. Ja, die Gastlichkeit, würde ich sagen, die liegt uns ein bisschen in der Natur. Die Oma, die ist so richtig eine Wirtin durch und durch gewesen. Da sind immer die Gäste auch an erster Stelle gestanden. Wir sind so aufgewachsen und bei uns, wie gesagt, ist wirklich das ganze Team, vom ganzen Team ist die Hälfte fast von der Familie. Ich glaube schon, dass wir einfach eine gewisse Herzlichkeit und eine Gastlichkeit haben. Wir wollen natürlich auch die Tradition beibehalten, dass wir eine Gastronomenfamilie sind. Ich denke oder hoffe, dass die Gäste das bei uns auch zu spüren bekommen. Also es ist immer sehr persönlich gleich. Ja, ich habe ja gesehen, dass die Oma Froni ja noch eine Rolle spielt hier bei euch, nämlich abends auf der Menükarte. Da gibt es ein Menü, wo die Oma Froni immer wieder genannt ist. Genau. Was gibt es denn für Gerichte, die die Oma da noch macht? Also die Oma, die spielt eine ganz große Rolle bei uns im Team.
Wir sagen immer, sie ist der fleißigste Mitarbeiter heute noch mit über 80, weil sie steht wirklich jeden Tag in der Küche, bäckt das Brot für abends, macht auch gerne Eis. Die Leidenschaft hat sie vor ein paar Jahren entdeckt. Sie kümmert sich sogar manchmal noch um die Desserts. Was ganz bekannt ist bei uns, das sind Buchteln. Also das ist ein Germteig, der dann so ganz schön aufgeht mit Marillen, Aprikosen. Die backt sie immer für die Gäste und da ist jeder immer heilfroh, wenn es Oma Fonis Buchteln gibt. Dann sind wir sofort weg und müssen wir kämpfen, dass wir selber noch welche bekommen. Also das habe ich ja auch gelesen bei euch auf der Homepage. Ihr habt ja sowieso eine super Homepage, finde ich. Da steht ganz viel drauf. Also das schon mal für dich als Hörer und Hörerin, wenn du dich darüber informieren möchtest, über das Hotel Chalet Groß-Lehen. Da kannst du dich echt austoben. Und was ich da gefunden habe, ist ein Wort, das mir noch nie untergekommen ist, was zum Glück auch heute Abend auf dem Menü steht und was ich natürlich ausgewählt habe. Und dieses Wort heißt Domnidai. Möchtest du vielleicht erzählen und aufklären, was sich dahinter verbirgt? Ja, das ist lustig, weil immer, wenn das am Menüplan steht, dann muss ich das sicher 15 Mal erklären, weil das niemand kennt. Bei uns in Tirol ist das ein uralter Klassiker. Das ist ein Erdäpfelteig und der wird in der Größe von einem Daumen, deshalb Domnidai, so gerollt. Okay. Und das ist ähnlich wie italienische Gnocchi, nur werden die bei uns rausgebacken. Ja, und das ist wirklich, also du hast dich gut entschieden heute, weil das ist wirklich was ganz was Feines. Ja, ich bin total gespannt drauf. Ja, überhaupt. Ich habe da vorne ein Schild gesehen, dass ihr prämiert seid von Gourmio als Geheimtipp. Das ist, glaube ich, Tina, ja, schon eine große Ehre und vielversprechend. Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, über diese Auszeichnung freuen wir uns ganz besonders. Die haben wir letztes Jahr bekommen. Ehrlicherweise glaube ich will jetzt so nichts Falsches erzählen, haben wir uns für das nicht angemeldet, sondern da hat uns jemand vorgeschlagen. Also dürfte ein Gast wirklich so zufrieden gewesen sein bei uns, dass er uns da angemeldet hat. Und wir waren so super happy, dass wir da dabei sein dürfen, weil da sind wirklich nur die Besten von ganz Österreich immer dabei. Und ja, wir schätzen solche Auszeichnungen immer sehr. Ja, dann lass uns doch einfach mal weiterreden über die Kulinarik bei euch im Haus. Also ein paar Stichworte habe ich noch gefunden bei euch auf der Seite. Und die habe ich nicht nur bei euch auf der Seite gefunden, sondern auch hier tatsächlich jetzt erlebt, weil ich bin ja mal ein bisschen über das Gelände gegangen mit meinem Fotoapparat und habe dann auf einmal festgestellt, dass ich ja fast gar inmitten eines Tierparks stehe. Also ich nenne mal ein paar Worte dazu. Einmal Kuhne-Kuhne-Schweine. Und dann schottische Hochlandrinder. Dann haben wir noch gesehen, Rehe gibt's. Und ein Esel steht da. Was haben wir noch? Pony haben wir gesehen. Ah, und Ziegen und sogar ein Schaf. Ist das jetzt einfach ein Tierpark, wo ihr sagt, den haben wir angelegt, damit ja, unsere Gäste oder die Kinder den sehen können? Oder welchen Hintergrund hat das? Also unsere Tiere, die haben so zweierlei Bedeutung, würde ich sagen. Grundsätzlich ist bei uns einfach eine Tradition, dass wir Landwirtschaft betreiben. Es war schon immer landwirtschaftlicher Betrieb zum Bauernhaus dazu. Damals war es noch so, dass wo wir heute das Restaurant haben, die Kühe den Stall hatten. Das ist dann echt erst in den 80er Jahren umgebaut worden. Die haben jetzt ausgesiedelt, die sind 150 Meter überhalb vom Hotel. Mein Onkel, der Markus, der ist leidenschaftlicher Bauer und hat sich vor ein paar Jahren entschieden, dass er sich schottische Hochlandrinder kauft. Da haben wir einerseits ein Glück, die vermehren sich total schnell. Da kriegen wir immer ganz kleine süße Kälber. Im Sommer sind meistens so 10, 12. Die haben ganz was Feines an sich, die haben eine super Fleischqualität. Also das ist sehr proteinreich, fettarm und wir benutzen das komplett from nose to tail bei uns in der Kulinarik, in der Küche. Das heißt, die Rinderbrühe wird aus den Knochen von den Hochlandrindern gemacht. Es gibt da Gramm-Schmalz, auch gerne mal ein schönes Steak gibt's vom Hochlandrind. Dann haben wir eben auch, wie du gesagt hast, Bettina, die Kuhne-Kuhne-Schweine. Die sind super süß, finde ich halt. Aus denen machen wir gerne einen Speck. Das ist so ganz ein weißer Speck, so ähnlich wie Lardo. Die Rehe, die benutzen wir auch bei uns in der Küche. Da hat es Weihnachten zum Beispiel einen schönen Rehbraten gegeben letztes Jahr. Die anderen Tiere sind schon auch ein bisschen einfach nur zur Ansicht da. Für groß und klein ist es immer ganz spannend, also nicht nur für die Kinder, sondern auch Erwachsene finden da wieder ein bisschen zurück zur Natur, ein bisschen Erdung. Und ja, wir sind super happy damit, dass wir einfach eine Landwirtschaft dabei haben, weil du siehst, dass den Tieren gut geht, die haben ein schönes Leben, dann kann man es einfach gut auch in der Küche benutzen und es ist ein schöner Kreislauf, ein natürlicher.
So, Tina Edgepatch, nicht nur du hast dich richtig entschieden, ich auch, weil ich habe nämlich die Rinderkonsommee als Vorspeise gewählt. Jetzt kommst du. Da freue ich mich schon drauf heute Abend, super. Generell, wo kriegt ihr denn jetzt, außer dem Fleisch von euren eigenen Tieren, was ihr auch ein neues Hotel nutzt, also würde mich auch interessieren, was macht ihr denn alles damit? Könnt ihr es wirklich komplett verwenden? Und nehmt die Gäste auch an, weil es ist ja nicht immer so. Kalbsbries kennen wenig. Schmeckt super, ist ein tolles Stück. Das wäre die eine Frage. Macht man eigentlich nicht, zwei Fragen in einem stellen, gell? Aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Wo kriegt ihr eure anderen Produkte her, die ihr nicht selber hier am Hof habt? Ja, also bei uns ist es so, wir produzieren das Fleisch wirklich nur für uns. Also wir haben keinen Verkauf dabei. Im Hotelshop gibt es zwar Marmelade und ein bisschen Gramschmalz zum mit nach Hause nehmen, aber mehr schaffen wir momentan einfach nicht. Uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, wie die Tiere aufgewachsen sind, dass denen gut geht. Also Tierwohl spielt für uns eine wichtige Rolle. Und auch die Nachhaltigkeit ist da ein Thema, weil umso mehr man in der Region kauft, umso mehr unterstützt man die heimischen Bauern und umso kürzer sind die Lieferketten. Daher arbeiten wir auch wirklich mit Produzenten aus der Region zusammen. Wir haben zum Beispiel die Eier kriegen wir von einem Biobauern aus Fieberbrunn. Das Joghurt in der Früh, das liefert uns immer eine ganz nette Bergbäuerin, die Maria. Die machen das am Hof. Fische zum Beispiel haben wir auch da in Fieberbrunn einen super Produzenten, den Trixel Leo. Da kauft man das alles ein, da weiß man einfach, das passt. Ich finde, die Gäste wissen das immer sehr zu schätzen. Also da gibt es auch manche, die sagen, sie essen nicht viel Fleisch, aber bei uns machen sie es mit gutem Gewissen, weil sie selber sehen, dass das passt. Ich glaube, dass das generell ein Zukunftstrend ist, dass die Gäste immer wissen wollen, wo das herkommt, dass niemand mehr einfach sowas essen mag, ohne dass die Qualität passt. Und das ist auch gut so. Also ich habe ja gestern als Hauptgang tatsächlich die vegetarische Variante gewählt, den Krautstrudel, und war völlig begeistert. Mir hat kein Fleisch gefehlt, obwohl ich Fleisch wirklich liebe, und deshalb freue ich mich auch auf heute Abend schon. Da war gestern im Salat eine Tiroler Garnele. Was hat es denn damit auf sich? Wie gesagt, wir schauen wirklich, dass wir so viel wie möglich bei uns aus der Region kaufen. Es fängt beim Frühstück an und hört beim Abendessen auf. Ich glaube, das ist in der Nähe von Schwarz. Da gibt es eine Produktion von Garnelen. Und da kaufen wir unsere Garnelen ein, dass man wirklich sagt, das ist ein Tiroler Produkt, wenn es auch nicht ganz so nahe liegt. Die hat übrigens super geschmeckt, aber das hörst du in einer anderen Folge. Ja, ich habe ja noch gelesen bei euch auf der Homepage, da steht alpine Wirtshausküche. Was heißt denn das und was kann sich jemand ja wirklich vorstellen? Welche Gerichte bietet ihr dann an? Seit Sommer 2024 haben wir jetzt das System im Hotel so umgestellt, dass man wirklich drei Menüs zur Auswahl hat. Immer Oma Fronis Feinest, genau, das sind eher Gerichte, sind Tirol-lastig, aber haben auch einen lässigen Twist dabei oft, und dass man es auch ein bisschen spannend hält. Dann gibt es immer die Vitalküche 1632, die ist komplett vegetarisch. Und die Bauernküche, weil wir sagen, das macht uns aus, das Bauernhaus, und wir wollen die Bauerngerichte von damals quasi nicht weglassen. Ich glaube, dass das auch eine lässige Geschichte ist, weil wenn du zu uns kommst nach Tirol, dann möchtest du vielleicht auch einmal Domnida oder Buchteln probieren. Und deshalb haben wir das uns so entschieden. Und das bedeutet für uns die alpine Wirtshausküche. Also ich finde es super. Das hat mir total gefallen, wo ich die Karte gelesen habe, dass man da eben auch aus dreierlei Menüs auswählen kann. Also auch, sagen wir mal, bei der Vorspeise aus dem einen Menü, beim Hauptgang aus dem nächsten Menü. Das finde ich klasse. Wie sieht's denn aus, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte vegan essen? Seid ihr da auch drauf eingestellt oder ist das eher jetzt nicht so euer Ding? Also ich muss ganz klar sagen, wir haben jetzt in dem Sinn keine vegane Küche. Natürlich sind immer mal wieder vegane Gäste bei uns auch. Dann kümmern wir uns um die und schauen, dass wir natürlich genug da haben beim Frühstücksbuffet. Und wir machen dann auch vegane Menüs. Aber es gibt bestimmt Hotels, die besser vegan kochen als wir. Dafür gibt es halt bei uns dann die besten Schnitzel und ja, genau. Ja, und wenn man sonst Lebensmittelunverträglichkeiten hat oder so wie ich beispielsweise histaminfrei essen muss, geht es bei euch einfach? Kann ich trotzdem kommen? Wird dann unter Umständen vielleicht auch irgendwie ja ein Gang aus dem Menü für mich angepasst? Weil es gibt ja immer mehr Menschen, die einfach mit Lebensmittelunverträglichkeiten zu tun haben. Und gerade für uns ist es dann oft schwer, im Vorfeld zu wissen und zu entscheiden, wo können wir hingehen, wo können wir wohnen und wo können wir auch im Restaurant wirklich essen, dass wir da gut aufgehoben sind.
Also ich würde behaupten, es ist bei uns gar kein Problem. Dadurch, dass wir so einen persönlichen Service anbieten, kann man immer besprechen, was man möchte. Wir gehen wirklich auf jeden Gast ein und schauen, dass jeder zufrieden und happy ist, auch wenn man zum Beispiel eine Unverträglichkeit hat. Wir haben, obwohl wir ein Tiroler Bauernhaus sind, auch immer Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch da, weil das einfach auch, glaube ich, ein bisschen dazugehört 2024. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall alles machbar ist bei uns. Ja, jetzt haben wir ja viel über Essen geredet, über Wirtshauskultur, über Wirtshausküche. So ein Essen will ja auch begleitet sein. Und jetzt gibt's ja natürlich alkoholfreie Varianten und eben auch mal ein Bier. Aber es gibt ja vor allem auch den Wein. Und da bist ja du die absolute Spezialistin. Wir haben gesehen in eurem Raum, der mit Glas abgetrennt ist, also man kann nicht sagen Weinkeller, aber Weinraum, da liegen ja zum Beispiel Flaschen von Winkler Hamaden, haben wir gesehen. Was ist die Philosophie im Weinbereich bei euch? Also ich bin bei uns die Sommelier, genau, du hast recht, Bettina. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir nur österreichische Weine auf der Karte haben. Also wir haben auch einen schönen Champagner, aber sonst ist wirklich alles vom Weinland Österreich. Ist eigentlich auch ein ganz bewusster Schritt gewesen, weil ich sage eben, wir haben alpine Wirtshausküche und in Österreich gibt es so viele lässige, facettenreiche Weine. Deshalb, glaube ich, matcht das ganz toll. Und ja, es ist immer ganz spannend. Also ich habe dann auch so Geheimfavoriten, die ich den Gästen auch dann immer gern andrehe, dass sie das probieren. Bis jetzt geht die Strategie ganz gut auf, aber natürlich lasse ich mich auch immer vom Neuen überzeugen. Ja, du hast gerade das Wort matchen in den Mund genommen. Das ist ein gutes. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas bestelle, ein Menü mir aussuche, dann kannst du mir die passenden begleitenden Weine auch wirklich dazu empfehlen. Ich denke, dass man für jeden Gast bestimmt den passenden Wein findet. Meine Karte ist jetzt nicht riesig, ich glaube, sie ist schön überschaubar, aber es ist bestimmt für jeden was dabei. Und ja, ich spreche da gerne mit den Gästen. Ich mache auch einmal in der Woche ein kleines Weingespräch. Also das bietet man an, das ist auch immer ganz lässig, weil da hat man immer gute Gespräche und man kann sich so vorbereiten, wie man will. Da kommt man am Schluss immer auf was anderes raus, ist immer ganz witzig. Da biete ich immer 5 Gläser an. Ich versuche, das immer spannend wie möglich zu halten und da, dass sich jeder mal ein bisschen durchprobieren kann durch die österreichische Weinwelt. Verrätst du mir deine Favoriten, die du gerne empfiehlst? Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich mag immer sehr, sehr gern feine, ausgewogene Weine, die jetzt nicht so spitz sind in der Säure. Gilt jetzt für Rotwein und für Weißwein. Bei uns zum Beispiel total was Lässiges ist ein Rotgipfler. Oder Zierfahndler, die kommen aus der Terminregion, das ist unterhalb von Wien. Das sind so typisch autochthone österreichische Rebsorten. Eben wie gesagt, viele Gäste kennen das gar nicht. Die sind so lässig und sind so schöne Speisenbegleiter. Also ich muss sagen, die verkaufe ich am besten. Okay, Zierfahndler, Das habe ich noch nie gehört, aber es erinnert mich an Zinfandel, also Primitivo. Haben die was gemein, oder? Nein, gar nichts. Also der Zierfahndler ist Weißwein. Genau. Ah, okay. Ich habe da eben einen ganz lässigen Favoriten auf der Karte, der hat wirklich so ein bisschen ein rauchiges, birnenhaftes Aroma. Ist wirklich super, also den liebe ich. Das klingt spannend, Tina. Jetzt ich bin gerade am Überlegen, ob der wohl heute Abend zu einem unserer Gänge passt. Also ich habe mich gespannt für den Schweinebraten entschieden, weil ich wollte einfach Oma Fronis typische Wirtshausküche nochmal probieren. Da passt aber ein Wein eher weniger. Also ich denke da eher an Bier. Mhm. Oder hättest du eine Idee? Ja, also wie du schon sagst, ich würde jetzt da vielleicht lässiger ein kühles Bier dazu trinken. Oder was natürlich auch super zum Schweinsbraten passt, ist vielleicht ein schöner Blaufränkisch aus dem Burgenland. Da habe ich einen schönen da vom nicht allzu großen Weingut. Und also den könnte ich mir jetzt schon auch sehr, sehr gut zu einem Schweinsbraten vorstellen. Okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen, ja, was ich mache. Vielleicht nehme ich einfach beides, ne? Naja, also so ein Abend dauert ja auch mal ein bisschen. So ist es. Da kann man sich durchaus mal durchprobieren. Ja, jetzt haben wir viel über Kulinarik und auch über Wein geredet. Jetzt habe ich noch gesehen, so ein bisschen ein Versprechen, dass ihr sagt, bei euch soll die Reise zum natürlichen Genuss, natürlichen Luxus im Großlehen gehen. Was heißt denn das? Also für jeden ist Luxus natürlich was anderes, aber für mich, bei uns im Großlehen verkörpert der natürliche Luxus das, dass man
einfach mal die Natur spüren kann. Wir haben so eine schöne Lage, wir haben so viel Platz bei uns. Also jeder kann sich ausbreiten, jeder findet seinen Ort, jeder kann entspannen. Das ist für mich Luxus, mal nichts zu hören, bei uns ist so still. Und auch ja, vielleicht einmal einen Esel zu hören oder zu sehen. Solche Dinge, das sind für mich Luxussachen. Natürlich schauen wir, dass wir generell einen Urlaub dann eben so persönlich machen wie möglich, dass wir wirklich am Naturteich Getränke servieren, solche Dinge. Aber wie gesagt, also für mich auf jeden Fall ist die Natur der Luxus bei uns da. Ja, das ist ja auch wirklich total schön hier. Dadurch, dass euer Hotel Chalet so etwa 200 Meter wahrscheinlich oberhalb von Fieberbrunn liegt, hat man natürlich einen wunderbaren Blick in die Berge rundum, ja, also den Wilden Kaiser sehen wir. Was sehen wir denn eigentlich, wenn ich mich jetzt da, wo ich jetzt sitze, umdrehe, nach hinten, da habe ich gesehen, da gibt es eine Bergstation, aber auch da hinten gibt es auch nochmal hohe Berge, da, die einfach auch keinen Wald mehr oben haben. Was sehen wir da? Genau, also wir haben echt ein Glück mit unserer Alleinlage oberhalb von Fieberbrunn. Es ist schön sonnig und uns umringen vier Bergketten. Also wie du schon gesagt hast, das ist der Wilde Kaiser, dann Kitzbüheler Alpen und die Loferer und Salzburger Steinberge. Okay. Genau, also wo du sagst, wo kein Wald mehr ist, das sind die Steinberge. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich glaube, ich sehe das ja gar nicht mehr so, aber das haben wir letztens Gäste gesagt, man kann bei uns so gut durchatmen, weil die Berge nicht so eng sind. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch ein Pluspunkt bei uns im Großlehen. Absolut. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also in norwegischen Fjorden oder am oberen Teil des Gardasees kriege ich Depressionen. Und das hat man hier wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also du liegst hier wunderschön oberhalb von dem Tal, das auch wirklich breit ist. Und du hast einen weiten Blick. Allein das entspannt ja auch schon. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr habt ja auch rund um den Naturbadeteich noch ein paar Häuser stehen und für die habt ihr auch eine Auszeichnung bekommen. Genau, also wir haben 6 Chalets um einen Naturbadeteich gebaut und wir haben das Glück gehabt, dass uns der Connoisseur Circle da ausgezeichnet hat mit den, wir sind unter den Top-Chalets Österreichs. Freut uns auch sehr. Unsere Chalets sind eher modern gehalten, würde ich sagen. Natürlich schon auch mit viel Holz, aber wir haben riesige Panoramafenster in den Chalets, damit man halt die Natur ins Haus holen kann. Jedes Chalet ist anders ausgerichtet, da haben wir uns wirklich viel Mühe gegeben, damit man 100% Privatsphäre hat und auch jedes von ihnen einen eigenen Bergblick hat. Das ist, glaube ich, auch noch ganz eine lässige Geschichte. Und wie sind die Chalets ausgestattet? Sind da Küchen drin? Kann man da kochen? Oder? Ja, es ist so, die Chalets sind von der Grundausstattung alle gleich, muss man sagen. Es gibt 3 Schlafzimmer, 2 Bäder. Jedes hat eine schöne riesen Sauna drin. Es gibt einen schönen Garten und eine Terrasse bei jedem Chalet dabei. Und ja, man kann selber kochen. Ich muss sagen, weil es ist sehr im Trend bei uns, bei den Gästen. Das merkt man, dass ganz, ganz viele einfach rüberkommen und bei uns essen oder sich das Essen auch liefern lassen. Das machen wir auch sehr gerne, weil ja, das ist, gehört wahrscheinlich auch zum Thema Luxus dazu, damit man im Urlaub mal wirklich nichts machen muss, sondern einfach sie bekochen lassen kann. Ja, ich merke das immer mehr, das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an, dass man das so anbietet. Man hat ein Chalet, man ist für sich, hat aber das 4-Sterne-Hotel mit Küche gleich nebenan. Ja, und wenn wir schon beim Luxus sind, zum Luxus gehört für mich auch das Thema Wellness. Mhm. Was habt ihr bei euch im Angebot? Also unser Wellnessbereich ist klein und fein, würde ich sagen. Wir haben eine schöne Ruhe-Lounge mit Panoramablick. Dann haben wir 2 verschiedene Saunen, eine Kräuter-Panorama-Sauna und eine finnische. Und ein Dampfbad haben wir noch. Dann natürlich das Herzstück bei uns ist unser schöner großer Naturbadeteich. Das gehört auch dazu. Das ist im Winter wie Sommer lässig. Im Winter ist es halt zum Eisbaden. Im Sommer ist generell eine coole Abkühlung nach dem Wandern. Was wir halt noch zusätzlich anbieten, sind einmal die Woche Yoga und einmal die Woche Waldbaden. Du hast gerade Wandern angesprochen. Genau. Was kann man denn außer Wandern so rundherum ums Hotel auch noch so unternehmen, machen als Aktivurlaub oder was für Ausflugstipps hast du noch? Ja, also unser Hotel liegt ja inmitten des Pillaseetals. Es ist eine sehr aktive Region, würde ich sagen. Also bei uns kann man schön wandern, biken kann man auch super. Dann im Winter ist auch zum Langlaufen eine lässige Geschichte bei uns. Ich glaube, es ist bei uns für jeden was dabei. Also die aktiven Urlauber, denen wird sowieso nicht langweilig. Und wenn man jetzt mal nicht so der sportliche Typ ist, dann kann man bei uns eben sehr, sehr gut entspannen. Und man schaut sich vielleicht die schönen Städte an, was bei uns in der Nähe sind. Also
Meine Lieblingsstadt in Österreich ist Salzburg, da ist man eine Stunde draußen. Auch Kitzbühel ist sehenswert, Innsbruck. Also ich glaube, da wird einem nicht fad. Und wenn ich jetzt gern Fahrrad fahre, muss ich dann mein Fahrrad mitbringen? Oder gibt es das auch bei euch hier am Hof zum Leihen? Oder arbeitet ihr mit jemandem zusammen wahrscheinlich? Genau, also wir haben ganz, ganz tolle Partner bei uns in der Region. Die sind direkt an der Talstation von den Bergbahnen Fieberbrunn. Die haben total lässige Bikes im Angebot, immer das Neueste vom Neuen. Da kann man sich mal durchprobieren, E-Bikes und normale Mountainbikes. Ich würde es auf jeden Fall jedem ans Herz legen, dass man einmal bei uns Radfahren geht, weil wir haben so schöne Radwege, das zahlt sich aus. Ja, jetzt haben wir viel gehört von dir, von deinem Angebot, was man hier alles genießen und erleben kann. Jetzt stellt sich mir nur eine Frage. Wenn ich mir vorstelle, ich plane meinen nächsten Urlaub oder meine nächste Auszeit und ich interessiere mich für die Region, in der ihr seid. Da gibt es ja viele touristische Angebote und auch viele Hotels, wo ich übernachten kann. Und für mich ist immer die Frage, warum soll ich mich für euer Angebot entscheiden? Also was macht euch aus und was unterscheidet euch vor allem von allen anderen? Das finde ich jetzt ganz eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also natürlich gibt es super Häuser bei uns in der Gegend, aber was ich mit Sicherheit sagen kann, dass keines so schön liegt wie wir. Also wir sind da komplett allein, nur von der Natur umgeben, sind richtig also ein Wohlfühlort. Und das Persönliche ist bei uns sicher ein großes Thema. Was ich auch merke, wenn Gäste wiederkommen, die begrüßen einen schon ganz herzlich. Und das ist einfach, glaube ich, so ein Spiel bei uns, weil man sagt, die ganze Familie arbeitet wirklich. Also momentan, wie gesagt, 3 Generationen. Jeder möchte sein Bestmögliches geben. Auch unser ganzes Team, also auch alle Mitarbeiterinnen sind spitze, sind langjährig da. Die Gäste kennen die und ich glaube, das ist ein schöner Mix bei uns. Also ich denke auch, Tina, soweit ich es zumindest erlebt habe, oder wir zwei, ist es einfach auch die Kombination aus all dem, was Hanna uns gerade schon berichtet hat. Für mich ganz vorne dran natürlich die Kulinarik, deshalb habe ich mir vorhin die Frage gestellt, wer will hier in den Chalets eigentlich selber kochen? Das, wenn du die Küche vor Ort hast, brauchen wir das nicht. Ja, Hanna, mich würde zum Abschluss noch eins interessieren, eure Architektur. Wir haben ja ein tolles Zimmer mit Blick auf den wilden Kaiser, der sich ja, naja, viertelstündlich fast mit anderen Wolken schmückt, oben zeigt oder eben auch nicht. Also das ist für mich sehr, sehr, sehr ursprünglich authentisch, aber insgesamt hat das Haus ja schon einen Mix. Kannst du dazu noch was sagen, bitte? Genau, also bei uns ist es eben so, wie ich vorhin schon gesagt habe, also der Grundstock vom Bauernhaus ist von 1632. Wir versuchen halt Altes und Neues zu verbinden. Also wir haben eher, würde ich sagen, moderne Chalets. Bei den Zimmern schauen wir auch immer sehr, dass wir die schön renovieren, aber dann doch auch den alten Charakter rausholen vom alten Bauernhaus. Ich glaube, das macht es halt bei uns so lässig, weil jedes Zimmer schaut ein bisschen anders aus. Jedes hat seinen Flair, seinen Charme. Super Blicke haben wir, glaube ich, auf die ganze Bergwelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir hat mal jemand erzählt, dass früher wurden halt Bauernhäuser da gebaut, wo sich die Tiere wohlfühlen, wo sich die Tiere gut aufhalten können. Und gesunder Schlaf ist ja ganz ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist bei uns ganz spannend, weil ich höre selten, dass jemand nicht gut schläft bei uns und ich glaube, das machen auch die alten Gemäuer und unsere Lage aus. Ja, super. Das klingt rund. Ich glaube, für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da sind viele, viele Tipps drin und die Frage, soll ich hier buchen? Ja, nein, vielleicht, ist für mich ganz klar beantwortet. Tu es. Es ist ein Gewinn für dich und ein echt chilliger Platz und vor allem eine richtig gute Kulinarik. Ja, Hanna, vielen Dank für das Gespräch. War nett und natürlich viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Und ich glaube, da braucht euch nicht bange sein. Das ist ein kleines Juwel, was ihr hier habt und pflegt es gut. Viel Erfolg damit. Ja, vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Total nett. Und ich mache mich mal auf den Weg, dass ich euch ein schönes Glas Wein raussuche für den Abend. Ja, wir freuen uns. Ja. Super. Danke. Ja, und für dich, liebe Hörer und liebe Hörerin, vielleicht besuchst du jetzt auch noch unsere Homepage, weil da gibt es dann all das, über das wir gerade geredet haben, dann noch in Form von Bildern und natürlich auch in Form von Texten. Genau, aber vor allem die Bilder, die machen es dann aus, die runden die Sache ab. Besuch uns auf, weißt du ja, www.feinschmeckertouren.de. Bis zur nächsten Folge sagen wir tschüss, ciao und lass es dir gut gehen, wie immer. Wie sagt man auf Österreichisch? Pfiatti. Pfiatti, also Pfiatti, ciao. Bitte.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen. Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir. Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja, wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss. Deine Feinschmecker-Guides Bettina und Burkhard.